Als Routenplanungs-App sagt einem Komoot ja eigentlich, wo es lang geht. Aber als ich versucht habe herauszufinden, für welche Funktionen man wie viel bezahlen muss, war ich total verloren. Was gibt's umsonst? Warum ist es bei der Gratis-Version wichtig, wo eine Tour startet? Und lohnt sich's für Komoot Premium zu bezahlen? Oder sollte man sein Geld nicht vielleicht für sinnvollere Dinge ausgeben? Wie zum Beispiel stilvolle Lenkerfransen. Also, was kostet die Welt bei How to Fahrrad? In der ersten Routenplanungsepisode habe ich ja schon die wichtigsten Funktionen von Komoot erklärt. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schaust du hier. Und da hat doch tatsächlich irgend so ein Jörg Martin kommentiert: Nichts Neues für mich. Unversteckte Werbung für Komoot Premium. Mit der Gratis-Version kommst du nicht weit. Höchstens 20 Kilometer. Jo, also erstmal ist das hier keine versteckte, sondern ganz offensichtliche Werbung. In größer kann ich das Komoot-Logo nachher im Abspann nicht einblenden. Aber trotzdem würde ich immer dazu raten, erstmal mit der Gratis-Version zu starten und zu schauen, ob einem das reicht. Denn wenn man sich bei Komoot anmeldet, dann kann man von Anfang an weltweit Touren planen, sich von anderen Leuten Routen klauen oder, pardon, sich inspirieren lassen. Und zwar für Ome. Und bei der Anmeldung kann man sich eine Einzelregion aussuchen, die man umsonst freigeschaltet bekommt. Welche Funktionen man bei Komoot nutzen kann, hängt nämlich zunächst davon ab, ob man die Region, in der eine Tour stattfindet, freigeschaltet hat. Das ist ein bisschen so wie auf dem Oktoberfest. Da kommst du ja auch umsonst aufs Gelände, aber dann musst du dir Tickets kaufen, je nachdem, ob du mit der Achterbahn oder mit dem Teufelsrad fahren willst. Ich lade mir meine Touren zum Beispiel immer auf einen Fahrradcomputer und dafür muss ich den mit Komoot synchronisieren. Wer keinen Wahoo, Garmin, Hammerhead oder sonst was hat, der kann sich auch von Komoot Sprachansagen geben lassen, ob man nach rechts oder nach links abbiegen soll. Aber sowohl die Synchronisation mit Fahrradcomputern als auch die Turn-by-Turn-Sprachnavigation funktioniert nur, wenn man die betreffende Region freigeschaltet hat. Außerdem speichere ich mir meine Touren auch immer offline. Ein Klick und die Route wird auf dem Handy runtergeladen. Ciao! Denn unterwegs landet man ja auch öfters mal im Funkloch. Und wenn man dann umnavigieren muss, dann geht es nicht ohne Handynetz. Hat man die Route aber offline gespeichert, dann ist es auch ohne Empfang kein Problem. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie überzeugt Jörg Martin da kommentiert hat, dass du mit der Komoot-Basis-Version nur höchstens 20 Kilometer weit kommst. Aber das ist ja das Schöne am Internet, dass man keine Ahnung haben muss, um eine Meinung zu haben. Eine Einzelregion ist nämlich per se schon größer als 20 Kilometer. Zum Beispiel... Moment, ich mache das gerade noch mal hübsch. Also wir stellen uns das jetzt noch mal vor. Zum Beispiel München. Ja, Monaco, die Bavaria. Oder hier, wo mein Outdoor-Bildschirm steht, rund um Garmisch. Oder halt jede andere Ecke, die man sich weltweit aussuchen kann. Da kannst du zig verschiedene Routen fahren, weit über 20 Kilometer hinaus. Und was Jörg Martin offensichtlich nicht wusste, was komisch ist, weil er ja alles weiß, man kann auch Touren planen, die über die Gratisregion hinausgehen. Und selbst wenn man dann mit dem Fahrrad den Bereich verlässt, dann bricht Komoot trotzdem nicht einfach die Navigation ab. Komoot ist nämlich kein Arsch. Wenn ich zum Beispiel meine Baderunde an den Plansee fahren will, pada, dann muss ich dafür nach Österreich. Und selbst wenn ich nur die Einzelregion Garmisch freigeschaltet habe und Tirol nicht, dann kann ich trotzdem problemlos hin und wieder zurückradeln, weil immer der Ausgangspunkt einer Tour entscheidend ist.
Nur umplanen auf dem Handy geht nicht mehr, wenn du jetzt schon aus der freigeschalteten Region rausgefahren bist. Aber solange der Startpunkt innerhalb deiner Region liegt, kannst du auch über Bundes- und Ländergrenzen fahren, die du nicht freigeschaltet hast. Selbst du, Jörg Martin. Zusammenfassend heißt es, mit der Gratis-Version kann man weltweit Routen selbst planen. Praktische Funktionen wie Trailview nutzen, siehe erstes Routenplanungstutorial, genauso wie bereits bestehende Touren in seinem Profil speichern. Extras wie Sprachnavigation, Routen auf einen Fahrradcomputer laden und Routen offline speichern gehen nur mit freigeschalteter Region. Aber bei der ersten Anmeldung auf Komoot gibt es eine Einzelregion dazu, kostenlos. Man kann also am Anfang erstmal mit der Basisversion testen, ob einem die App taugt und sein Geld für andere Dinge ausgeben. Zum Beispiel eine Fahrradklingel in Einhornform. Hi, damit auch jeder Jörg Martin den Weg frei macht für fröhliche Routenplanung. Meist kommt dann aber irgendwann der Punkt, wo man in Urlaub fährt oder Freunde besucht oder aus irgendeinem anderen Grund außerhalb seiner ersten Gratisregion rumrollen will. Und dann ist Option A, Regionen dazu kaufen. Wie teuer eine Region ist, hängt von der Größe ab. Eine Einzelregion kostet 3,99 €, ein Regionenpaket kostet 8,99 €. Zum Beispiel. Wenn mich mein Vater aus dem Schwabeländle besucht, dann könnte er sich die Einzelregion Garmisch für 3,99 € kaufen, die ich bei der Anmeldung umsonst bekommen habe. Oder gleich das ganze Regionenpaket Innsbrucker Alpen und Garmisch für 8,99 €, das nochmal größer ist. Gleiches gilt für die Toskana oder Malle oder sonst wo. Einzelregion 3,99 €, Regionenpaket 8,99 €. Und die Karten sind dann unbegrenzt gültig, inklusive regelmäßiger Updates. Klar, die Euros kann man auch für wichtigere Dinge ausgeben. Wie diese Fahrradblumenvase zum Beispiel. Wobei die allen Ernstes 13,50 Euro gekostet hat. Ich meine, da kaufe ich mir lieber das Garmischer Umland, aber jeder wie er mag. Ich meine, 13,50 Euro. Ich hänge YouTube an den Nagel und werde Fahrradblumenvasendesignerin. Ja. Bevor man sich einzelne Regionen kauft, würde ich aber immer erstmal fragen, was kostet die Welt? Denn die Antwort ist 29,99 €. Und da muss man kein Mathe-Genie sein, um zu merken, eigentlich braucht es gar nicht so viele Regionen, bis ich mir auch gleich die ganze Welt kaufen kann. Ich bin zum Beispiel in meinem ersten Fahrradsommer mit der Gratis-Region vor meiner Haustür unterwegs gewesen. Und als ich dann gemerkt habe, dass mir Komoot taugt und ich im Herbst zu meinem ersten Gardasee-Ausflug gefahren bin, habe ich mir nicht ein Stück von Italien gekauft, sondern gleich die ganze Welt. Und das hat sich inzwischen mehr als gerechnet. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht jedes Mal extra Regionen freischalten muss, wenn man in einer neuen Ecke unterwegs ist. Und Weltherrschaft ist ja langfristig eh mein Ziel. Apropos langfristig. Das Weltpaket hat genauso wie die Kartenregionen kein Verfallsdatum. Das ist also kein Abo-Modell, sondern unbegrenzt gültig. Kaufst du einmal, gilt für immer. Inklusive Updates. Klar, für den gleichen Preis könnte man sich natürlich auch einen monstermäßigen Fahrradauspuff kaufen. Wobei ich damit realistisch betrachtet auch nicht schneller beim Gelato bin. Und mit Komoot finde ich die Eisdiele wenigstens zuverlässig. Wobei der Fahrradkorso vor den Plastikstühlen dann wieder für den Auspuff spricht. Also, ja, das muss man abwägen. Was ich mir unter dem Vorwand dieser Videos geschnorrt habe, Komoot Premium. Kostet 59,99 € im Jahr. Anders als die Regionen und das Weltpaket, die nach dem Kauf unbegrenzt gültig sind, ist Premium also ein Abo-Modell, das man jährlich erneuert. Und ich wollte das vor allen Dingen deswegen haben, weil ich inzwischen in meinem Profil so viele Touren gespeichert habe, dass ich überhaupt nicht mehr durchblicke. Schau. Weil wenn du mal irgendwo vor 5 Jahren im Urlaub warst und jetzt wieder hinfährst oder einem Spätzl Empfehlungen geben willst,
dann suchst du dich ja in der chronologischen Liste dumm und dämlich. Aber mit Premium kann man Collections anlegen und so schneller finden, was man fahren oder teilen will. Hier in Hollywood zum Beispiel. Die Wasserradelwege Oberbayern. Da gibt es 3 große Bikepacking-Runden, immer am Wasser entlang. Und in der Collection sieht man gleich in der Kartenübersicht, wo die liegen und wie lang sie sind. Und man kann direkt einzelne Touren auswählen. Oder meine Lieblings-Gravel-Tagestouren. Ich habe auf meiner Feierabendrunde ja neulich ernsthaft jemanden getroffen, der hier nur wegen mir Fahrradurlaub gemacht hat, weil ich solche Touren-Collections in meine Videobeschreibungen gepackt habe. Habe ich natürlich sofort in meinem Tourismusverband damit angegeben, dass ich Urlaubsinfluencer bin. Aber ja, also bei so viel Auswahl. Und nicht nur deswegen lohnt sich Premium für mich, weil Collections echt praktisch sind, um Touren thematisch zu sammeln. Egal ob Mallorca oder Oberbayern. Man hat mit Premium nämlich auch mehr Funktionen bei der Kartenansicht. Sieht man zum Beispiel hier bei einer Tour in Bad Reichenhall, die ich natürlich auch in der Collection habe. Ist übrigens gleich um die Ecke von meinem Zahnarzt, aber egal. Also wählst du die Tour aus, gehst auf die Kartenansicht und da kann man dann mit Premium zwischen sportspezifischen Wander-, Fahrrad- und Mountainbike-Karten wählen. Also hier Wanderwege, Fahrradwege und Trails. Je nachdem, ob man zu Fuß, mit dem Rennrad, mit dem Tourenrad oder mit dem Mountainbike unterwegs ist. Und neuerdings gibt es auch 3D-Karten. Gehst du hier rechts auf 3D. Und gerade bei der Satellitenansicht ist es der Knaller. Damit kann man viel leichter erkennen, wo eine Route verläuft und ob man Bock auf Bergetappen hat oder doch lieber im Tal bleiben will. Da sieht man dann, die Tour ist hauptsächlich in der Ebene. Aber wenn ich mich hier Richtung Berge wagen würde, wäre es zapfig. Außerdem kann man die Karte in alle Richtungen drehen. Für das volle 360-Grad-Gefühl. Schau. Beeindruckend. Also für sowas muss man die Technik doch lieben. Wichtig ist auch, bei Premium ist das Weltpaket an Karten automatisch mit inbegriffen. Wer sich also überlegt, sich Premium zuzulegen, nicht zuerst einzelne Regionen kaufen und dann Premium, weil das ist sonst doppelt gemoppelt. Also wie wenn du zu deiner Einhornklingel dir noch eine Klingel im Disco-Kugel-Design hängst. Die ich im Übrigen total enttäuschend finde, weil ich dachte, die ist wirklich so rund wie eine Disco-Kugel. Und dabei ist es einfach nur eine ganz normale Klingel mit einem doofen Print. Aber okay, doppelt gemoppelt. Ja, haben wir verstanden. Genauso enttäuschend wie so eine Klingel ist aber auch, wenn man irgendwann beschließt, dass man Premium doch nicht mehr braucht und das Abo kündigt. Weil dann ist auch das weltweite Kartenmaterial weg. Da ist nämlich die Reihenfolge beim Kauf entscheidend. Wir erinnern uns, das Weltpaket kostet 29,99 € und Komoot Premium kostet 59,99 €. Aber wenn man sich zuerst das Weltpaket kauft und dann Premium, kostet Premium im ersten Jahr auch nur 29,99 €. Harte Mathe-Rechnung, aber es heißt, Weltpaket plus Premium kostet unterm Strich genauso viel wie nur Premium, beziehungsweise sogar 1 Cent weniger. Und der Vorteil ist, selbst wenn man Premium dann aus irgendwelchen Gründen nicht verlängert, hat man trotzdem unbegrenzt weiterhin das Weltpaket. Für immer. Forever ever. Super smart. Andersrum ist doof. Aber Obacht! Das Kartenmaterial von Komoot ist nicht identisch mit dem Kartenmaterial von einem Fahrradcomputer. Wenn man sich eine Route auf einen Wahoo, Garmin oder sonst was lädt, dann übernehmen die lediglich den GPX-Track von Komoot und legen den auf ihre eigenen Karten. Man muss also auch immer darauf achten, dass man auf seinem Fahrradcomputer die Karten geladen hat. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich in Malle 2 Wochen ohne geladene Karte unterwegs war.
Hat erstaunlich gut funktioniert, weil in der mallorquinischen Pampa sowieso nicht so wahnsinnig viele Abzweigungen sind. Aber als ich mich dann bei Wahoo beschweren wollte und gemerkt habe, dass ich schlichtweg das Kartenmaterial nicht geladen habe, habe ich mich schon ganz schön blöd gefühlt. Eine weitere Funktion von Komoot Premium: Wetter. Damit man weiß, worauf man sich von oben einstellen muss. Wenn ich zum Beispiel morgen am Ekinger Weiher graveln gehen will, sieht auf den Fotos in der Tourenbeschreibung natürlich alles toll nach Sonnenschein aus. Perfektes Badewetter. Dafür in der Planungsspalte den Tag und die Abfahrtszeit eingeben. Und dann ins Höhenprofil schauen. Da wird angezeigt, wie die Temperaturen werden. Ob man vielleicht doch früher losfahren sollte, weil es nach hinten raus regnerisch wird. Oder je nach Rückenwind die Fahrtrichtung ändern sollte. Denn Wind wird in der Karte mit Pfeilen angezeigt. Klar, das kann man sich natürlich auch alles in der separaten Wetter-App anschauen. Aber was hier cool ist, ist, dass alle Angaben nicht nur genau für die angepeilte Startzeit kalkuliert sind, sondern auch für alle Streckenabschnitte der Tour im Verlauf der Zeit. Da, wo der weiße Punkt gerade ist. Das ist gerade bei längeren Runden Gold wert, wo man sonst zig verschiedene Orte und Uhrzeit separat checken müsste. Klar, man könnte statt in Premium-Wetter natürlich auch in einen schicken Sattelüberzug investieren. Da ist dann Regen zwar nicht so schlimm, aber die Witze sind sogar noch schlechter als meine. Außerdem kann man bei Premium ein Live-Tracking starten mit genauer Standortbestimmung, damit sich Mama keine Sorgen machen muss, wenn man mal alleine unterwegs ist. Es funktioniert über einen temporären Link oder mit dauerhaft gespeicherten Sicherheitskontakten. Kann man aber natürlich auch ausschalten, wenn man nicht will, dass Leute sehen, dass man schon wieder ganz schön langsam unterwegs ist. Was für mich persönlich neben den Collections das wichtigste Argument für Premium ist, ist der Mehrtagesplaner. Längere Touren mit der Basisversion zu planen, ist nämlich zugegeben ein bisschen nervig, weil man entweder für jeden Tag eine einzelne Tour anlegen muss, was suboptimal ist, wenn man dann doch mal kürzer oder länger fährt als geplant, und weil man außerdem nie den Überblick über die gesamte Strecke hat. Oder man plant die komplette Tour, was aber auch nicht so dolle ist, weil dir dann nie die jeweiligen Tagesdaten angezeigt werden, sondern immer die Gesamtkilometer und Höhenmeter, die einem noch bevorstehen. Wenn du da eine Woche unterwegs bist, auch nicht so toll. Mit dem Mehrtagesplaner ist es aber zum Beispiel viel praktischer. Und hier in Bayern ist man ja so stolz auf das Bier. Und wer den Elektrolythaushalt besonders im Auge behalten will, kann auf den besagten Wasserradelwegen eine ganze Hopfenrundtour fahren. Knapp 270 Kilometer insgesamt, von München über Ingolstadt und immer am Wasser entlang. Naja gut, also manche Leute fahren das natürlich an einem Tag, aber denen kann eh niemand helfen. Mit dem Mehrtagesplaner kann man als Normalsterblicher direkt schauen, wie sich die Etappen verändern würden, wenn man mehr oder weniger Tage einplant. Mehr Kilometern und weniger Kilometer. Je nach geplanter Gesamtdauer. Man kann außerdem Übernachtungsspots direkt hinzufügen, Hotels auswählen und auch unterwegs umplanen, wenn irgendwas doch anders läuft als geplant. Weil gerade bei den ganzen Brauereien auf der Strecke, da kann ja alles passieren, wenn man zu viel alkoholfreies Radler trinkt. Neben so einer Hopfentour gibt es aber auch weltweit bereits existierende Mehrtagestouren, die man einfach nachfahren kann. Darunter so Klassiker wie den Tuscany Trail oder die Tour Divide. Muss man dann auch nicht jedes Mal selber neu bauen. Premium bringt also zig Extras, die man mit der Basisversion nicht hat. Collections, weltweites Kartenmaterial und verschiedene Kartenansichten, Tourenwetter, Live-Tracking, den Mehrtagesplaner und auch neue Funktionen, weil die sich ja ständig irgendwas Abgefahrenes überlegen und neuer Schnickschnack ist bei Premium immer automatisch mit drin. Für 59,99 € im Jahr. Teleshopping.
Die sind natürlich auch nicht blöd bei Komoot. Klar wird die App besser, je mehr man dafür bezahlt. Ist ja auch okay. Komoot ist ja auch kein karitativer Verein. Und irgendjemand muss die Programmierer ja bezahlen. Und Leute wie mich. Und die Kameracrew. Aber wenn man die Funktionen von Premium braucht, dann heißt es auch, dass man viel Zeit auf dem Rad verbringt. Und dass es sich dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit lohnt. Ich habe es jetzt zum Beispiel ein Jahr lang gehabt und habe es sofort vermisst, als mein Influencer-Code abgelaufen ist. Für das gleiche Geld könnte man sich aber natürlich auch Speichenreflektoren in Hamsterform kaufen. Aber bei so sinnvollen Investitionen tendiere ich ja sowieso nie zu entweder oder, sondern immer zu sowohl als auch. Obwohl ich von Komoot bestochen wurde, würde ich immer empfehlen, erstmal mit der Basisversion zu starten und zu gucken, ob einem die App taugt. Dann schauen, ob es zusätzliche Regionen braucht, aber im Normalfall ist es schlauer, gleich die ganze Welt zu kaufen. Und wenn du dann merkst, dass dir Zusatzfunktionen wie der Mehrtagesplaner oder Collections das Fahrradleben leichter machen, dann fährst du wahrscheinlich relativ viel und Premium ist nicht so schlecht investiertes Geld. Und wenn nicht, dann steigst du halt nach einem Jahr wieder aus. So ein Komoot-Profil entwickelt sich ja mit den Waden und dann weißt du meist ziemlich schnell, was nötig ist. Genauso wie ein Fahrradgrill mit Lenkerhalterung. Definitiv nötig. Und durch die Wetterfunktion weißt du dann auch, wann Sonnenuntergang ist, zum romantischen Angrillen. Gut investiertes Geld. In diesem Sinne, okay, ciao. Lass dir Zeit. Ja, ich denke, das ist bestimmt eine gute Position. Das ist super. Das macht gleich ein ganz anderes Rad draus. Auch zum Bremsen. Tada! Kennt ihr das von Ants? Da gab es doch mal diesen Film mit den zwei Mistkäfern, Chewab und Chichi. Und die konnten gar nichts und haben immer irgendeinen Scheiß gemacht. Und am Ende haben sie dann immer Tada gemacht. So mache ich das auch. Ich wollte immer Chewab sein. Du kannst Chichi sein. Da sitzt eine kleine Spinne auf unserer Leinwand. Ich glaube, die wäre selbst für dich nicht schlimm. Die Kamerafrau mit der Spinnenphobie. Willst du ein Close-Up? Kannst du ein Close-Up machen, bitte? Die ist wirklich winzig. Es ist auch natürlich Absicht, dass das abgestimmt ist. Ich hätte noch so einen Hornaufsatz und so einen Schweif. Ich reite mit den Schweinen in den Sonnenuntergang. So, kann er gleich, das war's. Mehr gibt's nicht. Das war die Performance des Tages. Ich geh jetzt wieder ins Bett.